Ohren. Ein Podcast mit Shelly und Christiane. Heute: Shelly und Christiane planen ein Teamtreffen. Hallo. Hi. Na, wie geht's dir? Ja, bald ist Ostern. Ja, voll gut. Ja. Hast du schon alle Eier bemalt? Meine? Nein. Da hättest du auch ein bisschen was zu tun. Kleine Sauerei, ja, nein. Ich glaube, wir müssen ja dieses Mal eine FSK dran schreiben. Mhm. Nicht Eier bemalt. Streichen wir das. Ich bin über Ostern mit meiner Mutti wieder unterwegs. Oh, schön. Ich würde jetzt sagen, wie jedes Jahr. Was haben wir letztes Jahr zum ersten Mal gemacht? Es ist wie jedes Jahr. Zweimal ist Tradition. Ja, und vorher fahre ich noch eine Woche weg. Nein, keine Woche, das stimmt nicht. Von Freitag bis Montag. Dahin, wo nichts mehr ist. Mitten ins Nirgendwo. Genau, wenn du das bei der App deines Vertrauens mit dem Navigationsdings aufrufst. Du meinst, in deinem Navigationsgerät aufrufst. Ja, also im Auto habe ich es nicht angeguckt. Ich habe es nur auf dem Handy angeguckt und da ist alles grün. Da ist nichts, nur grün. Da ist nicht mal eine Autobahnauffahrt. Wie geil. 80 Kilometer rund um diesen Ort gibt es keine Autobahnauffahrt. Das musst du mal reintun. Und sowas gibt es in Deutschland. Das ist erlaubt? Ich weiß auch nicht. Gibt es da Internet? Ich glaube schon. Fließend Wasser? Ich guck's nach und werde berichten. Kanalisation? Ich hoffe. Nein. Liebe Flecken in Deutschland, die noch unberührt sind von Autobahnen und sonstigem, natürlich wissen wir, dass ihr voll zivilisiert seid. Mhm. Behaltet euren Charme ohne Autobahn. Genau. Du kannst bestimmt ein Foto für mich von der Milchstraße machen. Ich hoffe. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, da ist bestimmt dunkel genug, dass man Milchstraße sehen könnte. Das wäre doch so cool. Keine Lichtverschmutzung, kannst schön Milchstraße gucken. Oh, ich komme mit. Ja. Nee. Das fände ich voll gut. Ja, ich würde das auch gut finden. Das ist schon übermorgen. Quasi. Das schaffe ich nicht. Schlecht. Ja. Naja, vielleicht das nächste Mal. Bestimmt. Oder so. Mit deinem Bett auf 4 Rädern. Genau, mit meinem Haus auf 4 Rädern, wenn es denn dann irgendwann mal da ist. Ja, irgendwann. Aber wir haben noch mehr zu tun im April. Wir müssen Teamtreffen planen. Mhm. Oh, cool. Die im Februar waren ja ein echter Erfolg. Meins. Deins auch. Meins auch. War schön. Es war sehr schön, mein Teamtreffen im Februar. Gemütlich. Lustig. Lecker. Lustig. Klebrig. Klebrig? Ja. Ich habe mir eine halbe Flasche Taumel über den Finger gekippt. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, das war, ich habe da versucht, also. Da war wieder das typische Tombo-Problem. Ach so. Darf man eigentlich Tombo sagen? Ja, weil wir ihn verkaufen, ne? Ja. Du drückst ein bisschen drauf und es passiert nichts und du drückst ein bisschen mehr und hast die Flasche in der Hand. Ja, richtig. Und dann war da leider noch mein Fingernagel im Weg und dann habe ich mir das Zeug unter den Fingernagel gedrückt. Und ich habe es wieder nicht mitgekriegt. Ja. Dabei haben wir eine Box ohne Kleben gebastelt. Ja, schon, aber da musste ja noch das Designerpapier auf den Cardstock geklebt werden. Ah, ich verstehe. Du siehst das Problem, oder? Ja. Hm. Entschuldigung. Ja, alles gut. Die letzten Ausläufer der Grippe aus Februar, die sind auch noch zum Fühlen. Ja, das kommt davon, wenn man sich nie richtig auskuriert. Ja. Wir sind ja auch immer nur unterwegs. Meistens. Ich hatte jetzt im März weniger Stress als im Februar. Ja, ich hatte im März ein bisschen mehr Stress als im Februar. Aber du konntest über die Dünen laufen. Mhm. Mit dem Sack hinter mir. Ach so, nein. Das war ein Insider. Hat auch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, aber... War doch okay.
Ja, I survived, ne? Ja. I survived Dänemark. First. Ja. Teamtreffen. Teamtreffen. Da muss man ein bisschen Planung rein investieren, denn ich finde, bei Teamtreffen ist immer wichtig, dass du alle deine Teammitglieder ansprichst. Also sowohl diejenigen, die aus Spaß an der Freude und weil man ein bisschen was sparen kann, Demos sind, aber auch eben diejenigen, die sagen, ach, ich würde mir gerne mehr aufbauen. Sei es ein kleines Zusatzeinkommen oder vielleicht sogar irgendwann so weit gehen zu können, zu sagen, ich hänge meinen Hauptjob an den Nagel und Stampin' Up ist mein Hauptjob. Hm. Ja. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal ganz gut hingekriegt. Das haben auch alle irgendwie verstanden und mitgemacht. Das war schön. Das fand ich auch toll. Ja. Nochmal vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön auf deinem Teamtreffen. Ja, sehr gerne. Du bist Mama, du musst da sein. Ja, ganze Enkelkinder angucken, ne? Genau. Wenn Oma, die olle Rentnerin, schon keine Zeit hat. Du weißt ja, Rentner sind immer im Stress, ne? Ja, unglaublich. Wie im echten Leben. Mhm. Da sind die auch immer unterwegs. Furchtbar. Ja, auf jeden Fall fand ich das sehr schön. Und es war tatsächlich sehr anders. Früher habe ich ja jeden Monat Teamtreffen gehabt, weil mein Team noch so klein war, dass es an meinen Workshop-Tisch gepasst hat. Und aus der Ecke kamen. Richtig, die kamen alle aus meiner Umgebung. Und jetzt ist mein Team durch halb Deutschland verteilt. Und wir haben gesagt, wir treffen uns einmal im Monat in Zoom. Das ist eine Software, mit der man einen Videocall machen kann quasi und machen ein digitales Teamtreffen und wir tauschen digitale Swaps. Das ist so cool, was ihr da macht. Ja, wir haben ja früher auch so kleine Tauschprojekte gemacht und jetzt machen wir die digital. Also ich kriege quasi die Fotos gemailt und maile dann an die Teilnehmer die Fotos wieder rum von allen, so dass man sich quasi eine digitale Sammlung anlegt und nicht irgendwie stapelweise Papier nach Hause holt. Das ist total gut, weil dann hast du die Sachen auch dabei, wenn du sie brauchst. Genau. Man kann sich so einen Ordner ja theoretisch aufs Handy schieben oder an den Rechner. Wenn man denn dann irgendwie eine Idee sucht, dann kann man einfach ein paar digitale Bilder durchgucken, nach einer Idee durchforsten zu bestimmten Themen, die wir ja nach wie vor noch vergeben. Und du hast nicht das Problem, dass wenn du mitmachen möchtest, du gleich 10, 12, 15 Stück machen musst, sondern genau. Das reicht halt eins. Genau. Ja, und das kann eine richtig, also wir hatten ja früher so kleine Tauschkarten im Format 3x4 Inch und jetzt können wir richtige Karten, die kannst du quasi hinterher noch eintüten und verschicken, die eine, die du gemacht hast. Weil du irgendwem zum Geburtstag gratulierst oder wie auch immer. Und wir haben alle quasi nur eine digitale Kopie davon. Das ist voll cool. Ja. Das ist eine schöne Idee. Die gefällt mir richtig gut. Ja. Und so können einfach alle mitmachen, ne? Da muss keiner noch irgendeinen Kram nach Bremen schicken oder ich muss nicht hinterher den ganzen Kram wieder durch Deutschland schicken, sondern wir können das einfach rummailen und fertig. Und wenn wir uns sehen, zweimal im Jahr, also ich habe zweimal im Jahr Teamtreffen, einmal im Jahr für alle Ebenen, meiner Downlines und einmal im Jahr zusätzlich für die erste Ebene, dann tauschen wir richtige schöne Kästchen, Kistchen, Tüdelchen, auch Karten. Also dann ist völlig egal, was es für ein Projekt ist. Dann hat es einfach auch keine Vorgabe und dann kann es irgendwie einfach nett und schön sein, die wir dann tatsächlich tauschen, wenn wir uns sehen. Das klingt richtig gut. Ja, das war auch total schön. Aber bei dir war auch schön. Du hast so eine tolle Kiste gemacht. Kleines. Wie heißen die noch? Was meinst du? Die Kissenschachtel? Kissenschachteln, genau. Ja. Pillowbox. Jetzt genau. Habe ich das Wort. Die haben wir ja noch im Katalog. Diese Pillowboxen. Die mit den Punkten, Savannefarben, Kraftkarton und dann Punkte, weiße Punkte drauf. Ich mag die so gerne, weil es ist total schnell gemacht und ich habe ja gar nicht viel da rein gemacht. Also es war halt ein Band drum, zwei Herzen ausgestanzt, ein Spruch dazu gestempelt und es sieht trotzdem
super aufwendig aus. Es ist ein tolles Mitbringgeschenk. Ja. Und ich finde, ich nutze diese Sachen auch für mich persönlich immer noch zu wenig. Und da finde ich es dann auf dem Teamtreffen immer als schöne Anregung, als kleines Willkommensgeschenk zu sagen, pass auf, hier, da habe ich eine Kleinigkeit für dich. Und es ist auch etwas, was du umsetzen kannst, wenn du Kunden etwas schenken willst, wenn du Freunden etwas mitbringen willst. Also es ist nicht nur das Begrüßungsgeschenk, sondern es ist auch eine Idee, wie man mit, ich sag mal, einfachen Dingen etwas umsetzen kann. Es gibt ja bei jedem Vorlieben. Der eine bastelt lieber Karten, der andere bastelt lieber Verpackungen, aber man bringt ja nicht immer nur eine Karte mit oder man will vielleicht nicht immer einen Blumenstrauß oder so mitbringen und dann finde ich sowas total nett. Da musst du keine Verpackung basteln können, ja, sondern du hast fertige, die du benutzen kannst. Genau, ein bisschen ausdekorieren. Genau, und dann hast du auch nicht dieses Problem, dass du das nicht geschnitten oder gefalzt kriegst. Finde ich total gut. Ja. Und es geht so viel schneller. Ja, das stimmt auch. Also wenn ich jetzt für jeden so eine Box ohne Kleben hätte basteln wollen, da wäre ich ganz schön lange mit beschäftigt gewesen. Ja. Und das war jetzt echt auch eine Sache, die kannst du stemmen, obwohl das Wochenende noch mit vielen anderen Dingen gefüllt war am Teamtreffen. Ne? Da war ja ganz, ganz viel. War schön, dass wir uns mal wieder ein bisschen länger gesehen haben und ein bisschen öfter gesehen haben. Ja, es ist wieder... Es läuft im Moment. Ja, es reißt schon wieder gerade ganz arg ab. Ja, jetzt wird's, wir arbeiten dran. In 4 Wochen. Ja. Ja. In 4 Wochen bist du wieder hier. Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Und dann bin ich wieder weg. Puff. Nerventraining. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Aber weißt du, was voll cool ist? Nee, was denn? Habe ich dir schon erzählt, was ich mache, wenn ich Nerventraining mache? Nein. Also ich fahre ja mit meiner Mutter nach Österreich und wir sind eine Woche in Wien. Und weißt du, was ich meiner Mutter zum Geburtstag schenke, beziehungsweise geschenkt habe für diesen Wien-Urlaub? Weiß ich, weil ich war ja dabei. Aber das musstest du, glaube ich, mal unseren Hörern erzählen. Stimmt. Meine Mutter hat von mir zum Geburtstag einen Gutschein gekriegt für ein Abendessen im Prater im Riesenrad. Das wäre ja was für mich. Wir essen im 16. Stock Schnitzel. Nein, es ist ja nicht Stock, es ist ja, also eine Runde im Riesenrad dauert 15 Minuten. 6 Runden machen wir an dem Abend. Und also zur ersten Runde gibt es ein Aperitif, dann geht es einmal rum, dann kommt die Vorspeise und dann geht es einmal rum und du hast während dieser Runde Zeit, deine Vorspeise aufzuessen. Oh Gott, ich würde... Ne, also viel Spaß in Wien, mach Fotos, ich freue mich über Bilder. Ja. Und gut, dass ich nicht mit muss. Ich habe doch so Höhenangst. Du würdest einfach unten warten und den Hund halten, oder? Was für ein Hund? Ja, ich... Hast du deiner Mutter einen Hund geschenkt? Nein, aber bist du Jack? So eine kleine Fellnase? Das wäre eine tolle Idee, dann wird sie mal in Gang kommen. Aber nein, habe ich nicht. Aber man könnte sich das überlegen für dich zur Beschäftigung, damit du nicht mit ins Riesenrad kommst. Du musst den Hund oder die Einkaufstüten. Ich nehme den Hund. Siehst du? Geht doch. Deine Mama kriegt dann den Hund aber später mit nach Hause. Ja, muss sie. Sie muss ja mit dem Gassi gehen. Genau, jeden Tag 2, 3, 5 Mal. Mindestens. Läuft doch. Das ist eine tolle Idee, oder? Ich habe super Ideen. Ja, dann, also, ne, nächstes Geschenk steht. Warte mal, was gibt's immer zum 1. Mai? Gibt's doch... Ach nee, Muttertag ist doch im Mai. Muttertag ist in 10 Tagen, das stimmt. Nee, ja, wir doch. Sind erst im April, Schatz. Sind wir erst im April? Mhm. Nee, Ostern, ist ja Ostern ist noch. Stimmt. Siehste, da ist noch Ostern. Und da im Mai ist dann Muttertag. Ja, dann kannst du aber doch jetzt zu Ostern noch mal schnell... Mal schnell einen Hund... Ja, weil, guck mal, dann kann ich den auch, wenn ihr in Österreich seid, in Wien... Hat wer einen Hund über? Ich bräuchte mal einen Hund. Weißt du was? Was? Das passiert jetzt, dass dir irgendwer schreibt, ja, hier, ich habe noch so einen kleinen, weiß ich nicht, keine Ahnung, toll. Labrador. Mhm. Und dann stehst du da. Ich stelle ihr oder ihm einfach meine Mutter vor und dann können die das unter sich ausmachen. Das funktioniert aber nicht. Dann hast du am Ende keinen Hund mit in Wien. Ach so. Dann müssen wir einfach in Wien einen. Der muss uns zufällig zulaufen. Kannst du da nicht irgendwas organisieren? Da musst du mir nochmal die Daten genau geben. Da muss ich mal gucken, dass ich mal eben nach Österreich einfliege für einen halben Tag oder so. Und dann. Genau.
Was machen wir hier eigentlich schon? Teamtreffenplan. Ja, in Österreich. Nee, nach Österreich. Mein nächstes Teamtreffen ist nach Österreich. Ja, und das ist dann deine erste Ebene. Ja, genau. Da werde ich mich dann vielleicht per WhatsApp-Call kurz zuschalten und einmal winken und sagen, hallo erste Ebene, hallo Enkelkinder. Mhm. Viel Spaß und so. Ja, aber zweiten Advent bist du dabei, oder? Nee, das passte bei mir nicht. Ja, dann. Ja, ich weiß. An. Ich rufe an. Das auf jeden Fall. Ich rufe aus Ennepetal an. Gesundheit. Ja, was machen wir denn noch zum Teamtreffen? Wir könnten ein bisschen geschäftlich. Na, wir könnten auf jeden Fall, oder beziehungsweise ich ja nicht, aber du könntest mal nachhorchen, was denn seit dem letzten Teamtreffen aus den Zielen geworden ist. Oh ja, das ist eine gute Idee. Na, wir haben ja Ziele gesteckt, beziehungsweise wir haben eine Anleitung gegeben zum Ziele stecken. Und dann könntest du einfach mal nachhaken, wie sieht's aus? Habt ihr was erreicht? Habt ihr was umgesetzt? Habt ihr gemerkt, passt super, passt gar nicht? Kann ja auch sein. Mhm. Also das wäre jetzt der logische nächste Schritt von dem Geschäftstraining, was wir im Februar bei dir gemacht haben. Mhm. Das ist eine gute Idee. Das machen wir. Und dann müssen wir noch was basteln, oder? Auf jeden Fall. Vielleicht eine Technik? Finde ich für Teamtreffen immer gut. Dinge, die man vielleicht sonst noch nicht angefasst hat. Erinnerst du dich noch an die Box, die wir bei mir gebastelt haben? Bei dem Workshop, wo wir beschlossen haben, einmal und nie wieder. Ah ja. So, ja, das ist auch mal wichtig. Wollte mich auch nicht unbeliebt machen. Hast du nicht. Die lieben dich immer noch. Hoffe. Aber wir hatten auf jeden Fall viel, viel Spaß. Das stimmt. Nein, aber... Am Rande des Wahnsinns können wir uns auch mal setzen. Genau. Das ist auch ein Insider. Der hängt nämlich an meinem Kühlschrank. Ja. Aber ich finde zum Beispiel, du erinnerst dich doch bestimmt noch an das Wochenende, wo wir uns kennengelernt haben. Wo wir mit Brushos gearbeitet haben. Ich erinnere mich, als wäre es gestern. Du guckst auch so begeistert, als wäre es gestern. Ja. Also mit den Farbpigmenten. Es ist einfach auch etwas mal, was man ausprobieren kann und auch feststellen kann, ja, schön, dass es das gibt. Nicht meine Baustelle. Ja, vielleicht sollten wir das Teamtreffen gleich draußen veranstalten, weil um die Hütte wieder sauber zu kriegen. Ich habe ja nicht gesagt, dass du mit Brushes arbeiten sollst, sondern was ich meine ist, eine Technik finde ich für sowas immer sehr gut, weil du einfach mal etwas testen kannst, ob das was für dich ist. Wir haben ja auf deinem letzten Teamtreffen auch eine gänzlich andere Technik kennengelernt. Ja. Ich habe ein Teamtreffen mal mitgemacht in meinem Leben, da haben wir mit Clorex gearbeitet. Ja, cool. Die Effekte sind cool, aber also am besten gleich nicht auf 10 Quadratmetern ohne Fenster auf und so, weil da kippst du um, wenn alle anfangen mit diesem Clorex und diesen... Ja. Du machst ja so mit Wattestäbchen und so, also puh. Du kannst das auch ganz hervorragend übrigens in Wassertankpinsel tun. Und es gibt das auch in gut riechend. Echt? Also das war tatsächlich dieses... Das ist ein... Oh. Das benutze ich, um... Und ich würde es nicht in Wassertankpinsel tun, weil ich Schiss hätte, dass mein Wassertankpinsel hinterher sich in Einzelteile auflöst. Nein, tut er nicht. Funktioniert. Kannst du machen. Du kannst den Finger nicht reinstecken, aber im Wassertankpinsel geht, oder wie? Der ist Plastik. Oh. Ist ja auch eine Plastikflasche. Nee. Das ist so gar nicht meins. Nee, muss man ja. Aber guck mal. Stinkt. Aber du hast es ausprobiert und du weißt jetzt, es ist nicht deins. Ja. Du hast nicht geplant, auch ich mache da mal einen Workshop mit, um dann festzustellen, also das war's jetzt nicht. Ich habe gerade voll die Idee, was wir machen konnten. Kann ich das mal irgendwo aufschreiben? Ja, warte, ich hol dir mal eben einen Stift. Warte, wir sind doch hier digital. Ich schreibe einfach hier. Ah ja, dann schreib du mal. Genau, erzähl du mal von deinem Team, ich schreibe. Ich soll von meinem Teamtreffen erzählen. Mhm. Ja, bei mir gab es beim letzten Teamtreffen zuerst
ein kleines Begrüßungsgeschenk für alle Teammitglieder, die da waren. Und wir haben ganz nett geschnackt, also uns unterhalten, für die nicht Nordlichter. Ich habe hier schon Eindruck hinterlassen. Nee, das sagt man bei uns auch. Ach so. Und du hörst jetzt auch so ein bisschen wieder den Sauerländer in mir, ne? Weil sonst wäre es ja, weil das sagt man bei uns. Ja. Aber bei mir kommt auch immer, ne, die Mundart her, wo ich aufgewachsen bin, wo ich wegkomme. Ja, du kommst auch weg. Hier, guck mal. Ja. Das ist mein Plan. Ihr dürft das ja noch nicht wissen, ne? Ihr erfahrt das, wenn ihr direkt in mein Team einsteigt. Aber warum schickst du das dahin? Das ist nur mein... Ach so, nee, das ist nicht mein. Ja, ich hast du recht. Frag nur. Ja, dann löschen wir das da wieder raus. Ja, besser ist das. Erst kopieren wir das und dann löschen wir das da wieder raus. Eigentlich dachte ich, das wäre mein... wo ist denn mein... Habe ich gefressen. Ja, ich glaube auch. Dein Chat mit dir selbst. Ja. Für die wichtigen Dinge im Leben. Richtig. Den musst du festpinnen. Warum ist der... Das weiß ich nicht. Schick's mir. Da. Da ist es dann auch schlau aufgehoben. Zack. Piff. So. Genau. Habe ich. Ja, dann haben wir bei mir Bingo gespielt. Vielen Dank nochmal für die Leihgabe. Bitte. Ich habe ja auch profitiert. Ja, hast du auch was gewonnen? Ja, Schneesterne. Wie Schneesterne? Das musst du genauer erklären. Naja, das waren so historisch. wir hatten mal im Katalog Accessoires, Metall-Accessoires in Form von Schneesternen. So kleine Schneeflocken, Sterne mit Glitzerstein drauf. Mhm. Meine. Glitzert. Genau. Ganz toll sogar. Ja, bei manchen Dingen ist es ganz traurig, dass es die nicht mehr gibt. Da bin ich ganz bei dir. Es gibt so viele schöne Sachen, wo ich sagen würde, das könnte so als Basic auf jeden Fall bleiben. Mhm. Ja, was haben wir danach gemacht? Dann hatten wir auch bei mir Geschäftstraining zum Thema Zielvereinbarung. Also ganz hochprofessionell unternehmensberaterisch drangegangen. Ja. Und haben uns dann ein bisschen weiter unterhalten, ein bisschen ausgetauscht. Wie läuft es gerade so? Was sind die Pläne? Wie sieht es aus? Ja, nicht nur wie läuft, sondern was läuft. Die genau. Kaffeemaschine war ja auch, also die lief den ganzen Nachmittag. Ja. Und macht. Genau, das war ganz wichtig. Ja. Hat aber einen guten Job gemacht. Ja, ich brauche definitiv mehr Milch für Teamtreffen. Ja. Die alten Saufschnauzen hier. Als ich am Donnerstag kam, sagt Jörg, der halbe Kühlschrank ist voll mit Milch. Wie kann man denn so viel? Verstehe ich nicht. Ja. Kann ich noch ein Latte haben? Nee. Ja. So. Milch ist alle. Ja, super. Ich freue mich. So viel zum Thema, wie kann man so viel Milch haben. Also nicht mal bis Sonntag reicht dann. Das war zumindest den Sonntagabend, so nach dem Teamtreffen. Ja. Dieses Gespräch mussten wir jetzt gerade noch mal wieder aufnehmen. Genau. Das passt so schön hier rein. Ja. Und ja, dann haben wir zum Schluss eben noch eine Verpackung gebastelt. So eine, nicht eine selbstschließende Box, sondern eine Box ohne Kleben, die man auf ganz unterschiedliche Größen und Maße zuschneiden kann, je nachdem, was man verpacken möchte. Mir ist immer wichtig, dass wenn man nach Hause geht von einem Teamtreffen oder auch von einem Workshop, dass man eben etwas mitnimmt, was man nacharbeiten kann. Mhm. Dementsprechend gucke ich bei meinen Projekten auch immer, dass sie so einfach gehalten sind, dass wenn ich jetzt als Stampin' Up! Demonstratorin sage, ich möchte jetzt anfangen, Workshops zu geben. Also, wenn ich aus diesem reinen Hobby-Demo-Sein raus möchte und Workshops geben möchte und das ja noch nie gemacht habe, dann brauche ich Projekte, wo ich weiß, wie sie funktionieren, worauf ich mich verlassen kann. Und da finde ich das eben toll, wenn du so ein Konzept hast, wo du vielleicht deine eigenen Maße berechnen kannst oder ähnliches. Das finde ich total klasse. Deswegen mache ich solche Projekte sehr, sehr gerne. Wir haben das auch schon mal auf einem Workshop gemacht bei mir und viele aus meinem Team kommen ja regelmäßig zu meinen Workshops.
Und das war völlig okay, dass wir das nochmal gemacht haben, weil sie auch gesagt haben, jetzt wissen wir nochmal besser, wie es geht. Hm, genau. Das kann man, glaube ich, gar nicht häufig genug tun. Das ist immer wieder so ein Auffrischen. Hm. Hm. Ja, es ist eine bunte Mischung einfach, ne? Aus ein bisschen geschärft, ein bisschen basteln, ein bisschen Spaß haben. Und ich finde den Austausch immer so wichtig. Was ich bei deinem letzten Teamtreffen so toll fand, war, wir haben uns da ja alle erst auch, oder viele erst kennengelernt. Ja. Also ich kannte viele aus deinem Team natürlich schon, aber viele kannten sich untereinander nicht. Ich kannte auch nicht alle tatsächlich. Ja. Also ich habe ja schon Enkelkinder. Die du noch nicht kanntest. Die ich noch nicht kannte. Ja, meine Urenkel. Stimmt. Ja. Und zwei Enkelkinder hatte ich auf der letzten Kostümparty gesehen. Ja. Die hing mir als Gestalt der Nacht am Hals. Hallo! Wer bist du? Geh genau. Weg! Also ich muss mal weg hier. Das war jetzt also nochmal eine neue Erfahrung, sie in anderem Kreis wiederzusehen. Wobei, ich muss ja sagen, ich habe sie schon mal gesehen, nämlich onstage. Sie waren schon mal mit onstage. Ja, ich habe sie onstage auch kennengelernt. Da waren sie noch nicht unsere Teammitglieder. Da waren sie noch woanders. Und dann sind sie gewechselt. Da kannten sie uns schon. Ja. Total irre. Aber ich hätte sie tatsächlich auf dieser Motto-Party nicht wiedererkannt. Nee, das glaube ich. Also. Als die sagten, wir waren on stage, da wusste ich dann auch wieder, ach ja, da war was. Genau. Ja. Witzig. Aber ich fand das total toll, dieses Kennenlernspiel, was du da gemacht hast. Ja. Weil es auch so schöne Gesprächsanlässe geboten hat. Mhm. Ich habe einen Fragebogen ausfüllen lassen, welches das Lieblingsteil ist von Stamping Up. Und warum. Und warum. Und wer man so ist. Genau. Und ob man auch Lieblingsfarben hat. Ja, die Lieblingsfarbe und das Lieblingsprodukt. Und dann hatte das Team, also zumindest die, die es geschäftlich betreiben wollen, hinterher gleich mal eine ganze Liste von 13 Kundenmeinungen, 13 Teammitglieder waren wir nämlich, was so toll an Stamping Up ist. Wobei sich ja, also fand ich total schön irgendwie, es haben 3 oder 4 Leute gesagt, der Schneidbrett, nein, so heißt es nicht, die Papierschneidemaschine heißt es jetzt. Offiziellerweise ist das Lieblingswerkzeug und ich fand das total gut, weil alle im Endeffekt derselben Meinung sind, dass es so schön filigran ist. Und ja, gut. Das ist ein tolles Produkt auf jeden Fall. Ja. Das fand ich sehr schön und es hat auch, jeder hat ja seinen eigenen Werdegang, wie er zu Stampin' Up gekommen ist. Mhm. Und einfach auch dieser Austausch zu gucken, wo kommen die Leute her. Das ist das, was ich bei Onstage auch immer so toll finde. Du hast die Möglichkeit, mit den Leuten zu sprechen, Sachen, die du sonst weniger hast. Du hast einfach die Zeit nicht. Und auf dem Teamtreffen ist dafür immer Zeit. Ja. Gerade wenn es dann eben auch größere Teamtreffen sind. Ja, genau. Es ist ja dann nicht so ein 2-Stunden-Abend-Event, sondern so ein Tagesevent dann einfach. Ja. Da ist Zeit dafür da. Ja. Da ist aber dann Schlafen auch wie bei Onstage. Schlafen wird später. Richtig. Jetzt Schlafen wird nach Onstage. Mhm. Ja. Das war ganz schön hart. Da bin ich ja dann abends noch nach Hause gefahren von Bremen. Ja, du wolltest. Mein Sofa war frei. Dein Sofa war frei und ich war froh, gefahren zu sein, zu Hause zu sein. Ich habe mein Hörbuch dann für die Fahrt. Das ist ganz nett. Und das Allerbeste, die Autobahn ist nachts um 11 definitiv frei. Ja, das ist frei. Einfach das super Positive, was da ist. Ja, ich würde ja dann also auch fahren. Ich fahre ja gerne nachts. Ja. Das Einzige, was mich so aufhalten würde, wäre, wenn ich zu müde wäre. Oder erinnerst du dich, wir hatten noch einmal, da musste ich bleiben, weil es so stürmisch war und ich nicht mehr fahren wollte durch den Sturm. Das war nach meinem Teamtreffen. Ja, Victoria hieß sie, ne? Ich glaube wohl. Mhm. Da war es auch sicherer, dass du dann nicht mehr abends noch gefahren bist. Nee, genau. Das ist mir dann zu die Sache nicht wert. Nee, das also muss es auch nicht. Das lohnt an auch nicht. Nee, genau. Ja. Und dann gibt es ja auf solchen Teamtreffen immer noch so die ein oder andere kleine Überraschung. Ja. Aber das können wir hier nicht verraten. Nee, das wäre doof, wenn man dann immer alle keine Überraschung mehr. Wenn man alle Überraschungen immer schon wüsste.
Eine Spannung, Spiel und nee, das war es auch nicht. Na, irgendwie schon ein bisschen. Aber anders. Aber anders. Ja. Ja. Was machen wir noch beim Teamtreffen? Wir Probleme klären. Ja. Es läuft in keiner Firma immer rund. Und so hatten wir ja auch bei meinem Teamtreffen nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Dass es letztes Jahr einfach bei Stamping Up nicht alles rund lief und Lieferengpässe und wie macht man das denn? Wie bestellt man denn dann, wenn da dies und das gerade nicht bestellbar ist? Ja, wie geht man damit um, wenn irgendwas fehlt? Genau. Kann man das aus seinem eigenen Vorrat vielleicht puffern, aber wenn man eben selber nicht so einen großen Vorrat hat, dann hast du zu Hause nichts rumliegen, was du dem Kunden verkaufen kannst. Da kann man, also ist einfach das auf dem Teamtreffen auch mal Zeit für solche Worte, damit man einfach lösungsorientiert wieder weiterarbeiten kann und eine Idee kriegt, wie was funktionieren könnte oder wie man was kommunizieren kann. Oder ja, manchmal ist Frust ablassen tatsächlich auch ganz gut, einfach mal dem Ärger Luft machen. Es ist genau. Ja nicht immer nur die Seite von Stampin' Up. Manchmal sind es eben auch ganz andere Sachen, die einem das Leben erschweren. Wenn zum Beispiel, ja, man nicht weiß, ne, wo finde ich jetzt vielleicht noch einen neuen Kunden? Oder wenn die Familie das nicht gut findet, was man macht. Ja, genau. Und da kann man eben auch gucken, welche Möglichkeiten habe ich, dass ich meiner Leidenschaft Raum geben kann, aber gleichzeitig auch eben meine Familie dann oder den Partner oder wen auch immer so mit einbeziehen kann, dass sich auch niemand vernachlässigt fühlt. Und genau. Dafür finde ich diese Treffen unglaublich großartig, weil ja. Man einfach Austausch hat. Ja, genau. Weil man einfach auch mal konstruktiv meckern kann. Ja. So, und hinterher lösungsorientiert wieder nach Hause geht und weiß, wie der Weg ist oder wie ein Plan sein kann oder was man einfach tun kann oder... Das ist echt schön und das ist, glaube ich, auch einfacher, wenn man sich sieht. Also wenn ich das so Revue passieren lasse, meine Teamtreffen in Zoom sind nicht meckerorientiert, sage ich jetzt mal, oder nicht problemorientiert, dass man sich nur austauscht um Probleme. Das machen wir tatsächlich mehr, wenn wir uns sehen. Was aber auch schöner ist, weil man dann die Nähe auch einfach hat. Ja, und in dem Video, Chat ist das andere Problem natürlich auch dadurch, das kann immer nur einer sprechen. Ja, genau. Und ist nicht richtig Austausch dann, ja. Bei 13 Leuten, wenn es jetzt nicht irgendwie wie mein Teil, den ich bei dir gemacht habe, ich sage jetzt tatsächlich mal Frontalunterricht passiert. Das neue geflügelte Wort aus Stempelpalast. Frontalunterricht, ja. Ja, Frontalunterricht ist besser als sein Ruf. Ich fand das toll und ich fand auch toll, wie sie mitgearbeitet haben. Ja. Also ich fand nicht toll, dass ich Frontalunterricht gemacht habe, aber das, was ich gemacht habe, war nun mal so am einfachsten und auch in der Zeit am besten umsetzbar. Klar, genau. Kannst du die Leute in Gruppen arbeiten lassen und alles Mögliche. Ja, kannst ein Tagesevent aus dem Thema machen. Aber ja, kannst du auch ein Wochenende rausmachen. Muss nicht sein. Nee, dafür ja. War es wirklich... Und wir hatten ja dann noch genügend Dinge, die wir nicht so... im Frontalunterricht geklärt haben. Ja, aber dann eben die Möglichkeit, dass du wirklich mal miteinander sprichst, dich untereinander austauscht und jeder hat irgendwo auch so seine kleinen persönlichen Bereiche. Und der Nächste hat das schon gehabt und hat eine Idee und habe ich so gelöst und dann... Oder aber der Nächste hat einfach mal einen ganz anderen Blick auf die Situation, weil er draußen ist. Stimmt. Weil er vielleicht selber noch nie drin war. Aber vielleicht Dinge auch einfach mal anders. Das geht nicht, wahrnimmt. Bis der kam, der es nicht wusste, dass es nicht geht und es einfach gemacht hat, ne? Genau. Du hast echt zu lange vor meinem Kühlschrank gestanden. aber bitte mal geschlossen. Ich wollte gerade sagen, so wie sich das hier anhört, hast du da nicht mal reingeguckt. Nee, ich lese immer nur, wenn er zu ist. Na, wenn man den aufmacht, dann brüllt der einen ja auch immer so an. Ja, das ist nicht schön. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Kühlschrank. Ja, habe ich gehört. Ach ja. Teamtreffen sind auf jeden Fall eine wundervolle Möglichkeit, sich auszutauschen, Dinge zu planen,
Ja. Sich gemeinsam, ja, mit unserem Lieblingsthema ja im Endeffekt auch zu beschäftigen, zu schauen, wo kann die Reise hingehen, wo hakt es gerade, was kann ich besser machen. Und ich finde, Teamtreffen sind immer etwas, was ähnlich wie Onstage einen unglaublichen Motivationskick gibt. Ja. Und mein erstes Teamtreffen war so aufregend. Ja, ich weiß. Also ich war ja da. Ich war live und in Farbe von vorne bis hinten dabei. Und du warst ganz schön. Wir waren auf einmal so viele. Ja, und dann, ja. War das nicht mehr nur Chips, Tüte auf, Colaflasche daneben, wir reden mal ein Stündchen. Nee, es war, ach, ich erzähle euch mal hier ein und dann war genau. Erstmal gar nicht mehr erzählen. So ein Tagesevent. Nee, ich meinte mehr so die Stempelmama vom Stempelpalast, die dann auf einmal ganz gerührt war. Ja. Das war so schön. Ich hatte mir so fest vorgenommen, ich wollte einfach Danke sagen. Hast du? Ja, hat nur nicht funktioniert. Doch. Ja, du sagst, es hat funktioniert. Ich hatte mir fest vorgenommen, nicht zu weinen. Ja. Weißt du, wenn man in mein Team eintritt, ist man nicht mehr am Wasser gebaut, sondern im Wasser. Ja, das hatte ich kurzfristig verdrängt. Du hast gedacht, du so als Nordlicht. Ich, ne? Genau. Ihr habt eine Sachebene. Ja. Ich habe bewiesen, die Sachebene ist ausgeblendet. Genau. Ach ja. Wir müssen weiter Teamtreffen planen. Aber jetzt ohne euch. Ja. Weil ein bisschen ist ja noch geheim. Wenn wir jetzt alles verraten, dann kommt hinterher keiner mehr. Dann sagen sie, oh ja, wir waren dabei. Wissen wir schon. Genau. Nee, also... Ja, dann machen wir mal das Dokument davon gerade auf und dann planen wir jetzt weiter. Ja, genau. Und ihr, wie hieß das in meiner Kindheit noch? Ihr könnt jetzt abschalten. Dumm. Genau. In diesem Sinne? Steigt ihr jetzt entweder bei Mama ins Team oder bei mir ins Team ein und dann sehen wir uns auf dem nächsten Teamtreffen. Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao.